bin Sabine von Biene Stempelglück. Ja, in dieser Woche feiern wir ja den Weltkartenbasteltag und da dürfen ein paar Karten nicht fehlen, finde ich. Ich habe schon lange keine mehr gebastelt und ja, und heute zeige ich dir mal hier zwei Karten, die ich beide mit dem Produktpaket Eisblüten gebastelt habe. Ich finde, die sind sehr schön geworden. Dieses Produktpaket ist wirklich vielseitig. Ich habe hier mal dieses Teil mitgebracht. Da sieht man eben, das sind die ganzen Stanzformen. Und hier sind die Stempel abgebildet. Und wie gesagt, heute möchte ich auch gerne mit diesem Produktpaket arbeiten. Und natürlich muss es eine Karte sein. Klar, wir haben ja Weltkartenbasteltag. Und da fangen wir am besten an. Ich habe schon diverse Papiere vorgeschnitten. Und zwar wird unsere Grundkarte in Brombeermus sein. Mit der Abmessung, 6 und nein, Quatsch, nochmal. Also, diese Grundkarte hat die Abmessung 14 mal 21,6 cm und ich habe es in der Mitte gefalzt bei 10,8 cm. Da können wir eigentlich gleich schon mal die Falzlinie nachziehen. So, das ist unser Kartenrolling. Und als nächstes brauchen wir dann ein Stück Farbkarton in Savanne. Dieses Stück hat die Abmessung 10,2 x 13,4 cm. Dann nehmen wir noch ein Stück Designerpapier. Und das stammt aus diesem tollen Produktpaket bzw. Designerpaket, das ja auch zu dieser Produktreihe gehört. Das nennt sich Winterblüten. Und da habe ich dieses Motiv ausgesucht und das hat die Abmessung 9,6 x 12,8 cm. Dann brauchen wir noch mal ein kleines Stück Farbkarton wieder in Brombeermus. Und das hat die Abmessung 6,4 mal 10,8. Dann noch ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß mit der Abmessung 5,7 mal 10,2. Und zu guter Letzt brauchen wir noch ein kleines Stück in Himbeerrot. Und das hat die Abmessung 5,1 mal 10,2 cm. Dann haben wir nämlich schon mal alle Abschnitte, die wir so benötigen. Und wir können auch schon mal ein wenig die Karte zusammenbauen. Da nehme ich dann mal als erstes meinen Farbkarton in Savanne und das Stück Designerpapier. Und dann klebe ich mir dieses Teil schon mal auf den Farbkarton. So, ja. Dann gucke ich, ob alles gerade ist. Ja. Und das können wir auch schon mal auf unsere Grundkarte anbringen. Ich mag diese Farbkombination sehr, sehr gerne. Brombeermus mit Savanne finde ich sehr schön. Ja, und dann als nächstes nehmen wir hier unser kleines Stück in Himbeerrot. Und das kleben wir uns auch schon mal mittig hier rauf. Dann haben wir
fast schon alle Abschnitte verarbeitet. So. Ja. Dann nehmen wir unseren Farbkarton in Flüsterweiß und den kleben wir dann auch gleich auf das restliche Stück hier in Brombeermus. So. Das lege ich schon mal weg. Und dann nehmen wir unsere Dimensional und geben hier auf diesen Abschnitt schon mal, ja, so ungefähr 7 Stück rauf. Ich glaube, so reicht es. Und dann können wir das Ganze schon mal auf unsere Karte anbringen. So, das gebe ich hier mittig rauf. Und dann können wir jetzt mit dem Verkleiden anfangen. Wir brauchen natürlich einen Spruch. Ich habe schon diverse Dinge mir mit der Big Shot ausgestanzt. Und zwar hat ja dieses Produktpaket Eisblüten diese tollen Framelits. Und da habe ich mir schon die Teile herausgesucht, die wir benötigen. Also für dieses Schild brauchen wir einmal diese Rahmen. Damit stanzen wir uns dieses Schild und diesen farbigen Rahmen aus. Das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen uns ein Stück Farbkarton in Flüsterweiß und dann legen wir das halt hier ineinander. Und dann wird das Ganze durch die Big Shot genudelt und dann herauskommt dann dieses Etikett plus einem weißen Rahmen. Da ich aber gerne einen farbigen Rahmen haben möchte, muss ich das gleiche oder diesen Vorgang noch einmal wiederholen mit Farbkarton in Brombeermus. Und dann kann ich mir daraus dann die farbige Umrandung nehmen. Also das brauchen wir einmal. Dann brauchen wir zwei Zweige in Farngrün. Habe ich mit dieser Stanze ausgestanzt. Und dann brauchen wir auch nochmal in Pergament diese beiden Zweige. Und dann brauchen wir Blüten, und zwar eine große und eine kleine. Und da habe ich die große in Farbton Brombeermus auf flüsterweißem Farbkarton gestempelt. Hier habe ich in Kirschblüte gestempelt bei der kleinen und habe das dann mit den entsprechenden Stanzformen ausgestanzt. So, wir sparen uns diesen Vorrang jetzt, da ich ja schon alles vorbereitet habe, und nehmen uns einmal den Spruch "Alles Liebe und Gute" aus dem Stempelset Eisblüten. Alles Liebe und Gute, da ist er. Und den möchte ich gerne in Memento stempeln. Da ist es. Und dann nehme ich mir unser ausgestanztes Etikett und stempel mir den Spruch darauf. Jetzt hoffe ich, dass ich das ein bisschen gerade hinbekomme. Und ich stanze es an. Ja, es hat jetzt nicht ganz geklappt hier. Ich kann es nochmal auf der Rückseite versuchen. Vielleicht klappt es da besser. Da habe ich einfach keine gute Sicht hier. Und ich möchte es gerne so ein bisschen weiter unten
stanzen den Spruch, weil ich nachher hier Blüten drauf drapieren werde. So, das geht jetzt so. Ziehe ich mir das hier noch mal so ein bisschen glatt. Und als nächstes, ja, können wir dann den Spruch schon mal anbringen. Dann nehme ich mir mal wieder zwei Dimensional und gebe links und rechts die Dimensional rauf. Und dann platziere ich mir dieses Etikett hier mittig. Na, ist das gut so? Ja, das geht. So, und ja, den möchte ich gerne, den Rahmen hier, so ein bisschen hier hin herunter, also unterwärts platzieren. Das mache ich so, indem ich das da so einfüge. Und dann nehme ich mir einen Glue Dot und befestige mir den Rahmen hier, damit der nicht verrutscht. Und das mache ich von unten. So, mal gucken. Ich hole den noch mal einmal raus, damit ich da besser rankomme. So, da kommt unser Klebepunkt hin. Und jetzt platziere ich mir den Rahmen so ein bisschen schräg. Und bums, sitzt das auch schon. Ja, und jetzt können wir hier unsere Zweige nehmen. Dann nehme ich einmal den in einen in Farngrün und einen in Pergament. Und nehme wieder einen Blue Dot. Und dann klebe ich die so ein bisschen aufeinander. Und ja, eigentlich können wir die auch mal gleich kürzen. Wir brauchen gar nicht so viel. Und auch da gebe ich wieder oder arbeite ich wieder mit Blue Dots. Setze ich mir jetzt mal hier auf. Und dann schiebe ich mir das Ganze hier so ein bisschen runter. Und das gleiche möchte ich auch hier unten haben. Wieder einen Blue Dot nehmen. Ups. Da so drauf geben und dann kann ich mir den Zweig in Pergament darauf fixieren und setze mir das Ganze hier so runter. Ja, so ist das gut. Und jetzt haben wir ja noch die Blüten, die möchte ich so ein bisschen in Form bringen. Knüdel ich auch so ein bisschen. So, und dann nehme ich mir da auch mal ein Dimensional. Moment, ja, das passt. So, die Blüte setze ich mir dann hier hin. Und ein Dimensional noch für diese Blüte. Die kommt dann hier so hin. Genau, dann kann der da unten angebracht werden. Ich glaube, da ist besser, einen kleinen Dimensional zu nehmen. Ich habe meine jetzt hier leider irgendwie nicht zur Hand. Aber dann verstecke ich das so ein bisschen unter der Blüte. Ja, und die Karte ist so gut wie fertig. Jetzt brauchen wir noch unseren Perlenschmuck hier. Kreativperlenschmuck, geteilte Leidenschaft. Und da nehme ich in Himmelrot mir eine Perle heraus. So. Und setze mir das Ganze hier aufs Schild.
Und fertig ist unsere Karte. Ja, ich finde sie wunderschön. Ich liebe dieses Set. Da kann man wirklich ganz, ganz unterschiedliche Dinge mitgestalten. Sehr unterschiedliche Karten und ja, ich finde sie alle schön. Ich hoffe, du hattest heute Spaß wieder mit unserem kleinen Video und es hat dir gefallen und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Das wäre echt super. Und ja, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, deine Biene von Biene Stempelglück. Tschüss.